Auf dieser Karte sind die deutschen und die britischen Kolonien abgebildet. Der Erste Weltkrieg fand nicht nur in Europa, sondern auch auf den Weltmeeren und in den deutschen Kolonien statt. Die deutschen Schutztruppen in den Kolonien waren allerdings eher Polizeieinheiten und gegen Aufstände der Einheimischen konzipiert. Die Verteidigung vor anderen Kolonialmächten war nicht vorgesehen. Bis Juli 1915 waren alle deutschen Kolonien außer Kamerun und Deutsch-Ostafrika von der Entente erobert worden. Kamerun kapitulierte schließlich im März 1916, nur in Deutsch-Ostafrika hielt sich die deutsche Schutztruppe unter Befehl von Paul von Lettow-Vorbeck bis Kriegsende. Die deutschen Seestreitkräfte waren neben der deutschen Hochseeflotte, welche in Kiel stationiert war, vor allem das Ostasiengeschwader in der deutschen Kolonie Tsingtau in China und einige hauptsächlich kleine Kreuzer. Das Ostasiengeschwader fuhr von Tsingtau nach Osten über Französisch-Polynesien nach Südamerika, umschiffte die Südspitze Südamerikas und wurde dann am 8. Dezember 1914 bei den Falklandinseln von einer britischen Flotte versenkt. Der kleine Kreuzer Leipzig, der mit dem Ostasiengeschwader gefahren war, hatte 4 Handelsschiffe des Gegners versenkt. Bereits im November 1914 waren 2 kleine Kreuzer verloren gegangen. Zum einen die Karlsruhe, die im Nordatlantik Kreuzerkrieg führte und 16 gegnerische Handelsschiffe versenken konnte, zum anderen die Emden, die im Indischen Ozean 16 Handelsschiffe und 2 Kriegsschiffe versenken konnte. Der kleine Kreuzer Dresden musste sich eingekreist am 14. März 1915 bei den Osterinseln versenken, nachdem er 4 gegnerische Handelsschiffe versenkt hatte. Schließlich folgte am 11. Juli 1915 noch die Königsberg, die ein Handelsschiff und ein Kriegsschiff versenken konnte und sich danach in einem Flussdelta in Deutsch-Ostafrika versteckt gehalten hatte. Der Schlachtkreuzer Göben und der kleine Kreuzer Breslau, das sogenannte die sogenannte Mittelmeerdivision, griffen französisch Nordafrika an und fuhren dann nach Istanbul, wo sie bereits am 16. August 1914 in die türkische Marine aufgenommen wurden und ab diesem Zeitpunkt Krieg gegen die Russen im Schwarzen Meer führten. Ab Juli 1915, mit den deutschen Kolonien Kamerun und Deutsch-Ostafrika verbleibend und ohne deutsche Kreuzer, wurde es auf den Weltmeeren relativ ruhig. Einzig die deutschen U-Boote führten weiterhin Handelskrieg gegen Großbritannien und die Entente. 1916 fand in der Nordsee eine Schlacht zwischen der britischen und der deutschen Flotte bei Jütland, auch als Schlacht bei Skagerrak bekannt, statt. Die Schlacht endete in einem Unentschieden. Sowohl 1914 wie auch 1916 hatten die deutsche Flotte Überfälle auf die britische Küste durchgeführt. Die Briten wiederum blockierten die Nordsee zwischen Schottland und Norwegen und im Ärmelkanal und schnitten somit Deutschland von dringend benötigtem Nachschub ab. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Empire Earth, die deutsche Kampagne. Ja, und wir machen direkt weiter und zwar haben wir die zweite Mission Angebot und Nachfrage, Szenario abgeschlossen. Ja, ich habe schon ein bisschen vorgespielt, aber wir haben jetzt die zweite Mission. Die erste Mission Kavallerie des Himmels haben wir mit Bravour gemeistert und jetzt kommt die zweite Mission. Schwierigkeitsgrad schwer, starten. Englands Seeblockade gegen Deutschland fordert ihren Tribut. Die deutsche Hochseeflotte ist gut, aber kein Gegner für die britische Flotte, schon gar nicht in heimatlichen Gewässern. Um die Blockade zu brechen, lockt die Hochseeflotte feindliche Schiffe in befreundete Gewässer, wo sie versenkt werden können. Ein Glück für die Deutschen, dass die Briten Winston Churchill als Lord der Admiralität ersetzt haben. Vielleicht ist sein Nachfolger empfänglicher für deutsche Listen. Kaiser und Kriegsministerium haben für Jahresende mehrere Großoffensiven geplant. Aber ohne Nachschub haben sie keine Erfolgschance. Ja, genau, so ist es. Und da oben seht ihr übrigens von Fraps die Anzeige. Leider nimmt es sie mit rein. Ich könnte jetzt natürlich auch die deaktivieren, die Anzeige. Nur dann weiß ich, wenn ich einschalte, nicht, ob es jetzt aufnimmt oder nicht. Und da die Missionen recht lange gehen, möchte ich das Risiko, eine Folge nicht aufzunehmen, zu kombinieren. Ich möchte das Risiko einfach nicht eingehen. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr, dass hier da das Fraps-Symbol steht.
Gut, Missionsziele. Nachdem Sie einen Dock oder eine Marinewerft gebaut haben, werden deutsche Nachschubtransporter an den Endpunkten der Nord- und Südrouten eintreffen. Schiffe von Norden laufen die Häfen Kiel und Rostock an, Schiffe aus Süden Wilhelmshaven und Bremerhaven. 20 Transporter müssen den Hafen unbeschadet erreichen. Handel mit Dänemark könnte nützlich sein. Dänemark gibt Ihnen Gold für Nahrung und Eisen für Holz. Um einen Handel abzuschließen, benutzen Sie den Bildschirm Allianzen und Tribute. Damit schicken Sie Dänemark die Ressourcen. Es werden nur Ladungen von jeweils 500 Einheiten akzeptiert und Sie bekommen 250 zurück. Na, gutes Geschäft für Dänemark. Da haben wir die Karte, Paris, der Frontverlauf hier, England, Kingston, Scarborough, Newcastle, Edinburgh, Wilhelmshaven, Bremerhaven, hier kommen die Südtransporte und Kiel und Rostock, hier kommen die Nordtransporte. Dann haben wir noch Geschichte, das ist aber viel Text. 1916 tobten bereits Land- und Luftkrieg, aber Deutschland hatte auch ein Problem zur See. Wie konnte man die britische Flotte schlagen? Die Deutschen hatten vor dem Krieg angenommen, England würde eine enge Blockade der deutschen Häfen versuchen. Diese Strategie hatten die Briten seit 250 Jahren gegen Franzosen, Spanier und Portugiesen angewendet. Um einer solchen Blockade zu begegnen, hatte Deutschland mächtige, schwer gepanzerte Schiffe mit begrenzter Reichweite und Bequemlichkeit sowie zahlreiche Torpedoboote gebaut. Doch die britische Admiralität wusste, dass sich der Seekrieg verändert hatte und schätzte eine Blockade als nicht so wirkungsvoll wie in der Vergangenheit ein. Stattdessen wählte sie eine entferntere Blockade in offenen Gewässer. Sinn einer Blockade ist es, dem Feind Zugang zu von der Handelsflotte gelieferten Ressourcen zu verwehren. Unglücklicherweise hatten die Deutschen nur über den Ärmelkanal und die Nordsee Zugang zu ihren Häfen. Der Kanal wurde von einem Pre-Dreadnought-Geschwader sowie von zahlreichen Zerstörern und Torpedobooten bestens beschützt. Die bei Scapa Flow stationierte britische Grand Fleet blockierte die Nordsee sehr wirkungsvoll. 1916 dauerte die erfolgreiche britische Blockade Deutschlands seit 2 Jahren an. Knappheit und Mangel begannen, die Effektivität von Armee und Marine sowie die Moral der Zivilbevölkerung zu beeinträchtigen. Die deutsche Hochseeflotte konnte die britische Grand Fleet nicht im offenen Kampf angreifen, da diese doppelt so groß war und die mächtigeren Schlachtschiffe hatte. Um dieser Überlegenheit zu begegnen, suchten die Deutschen einen taktischen Vorteil, indem sie begannen, immer nur einige wenige britische Schiffe in die Zange zu nehmen und zu besiegen, ehe Verstärkung eintraf. Die größte derartige Operation fand Ende Mai 1916 statt und wurde später als Schlacht von Jütland bekannt, auch Schlacht von Skagerrak. Ah nein, das ist eine andere Schlacht, die Schlacht von Jütland, genau. Die deutsche Flotte zerstörte dabei, aber doch, es ist doch die Schlacht von Skagerrak, Schlacht von Jütland. Die deutsche Flotte zerstörte dabei zwar mehr Schiffe, als sie verlor, doch war der prozentuale Verlust der allgemeinen Schlagkraft bei der deutschen Marine größer. Aus diesem Grund mussten spätere deutsche Marineoffensiven stark eingeschränkt werden. Das ist extrem viel Text. Ich hätte Geschichtslehrer werden sollen. Hätte ich einen anständigen Beruf erlernt. So, beim Handel mit Dänemark sollten Sie jeweils exakt 500 Nahrung oder 500 Holz als Tribut abliefern, da Überzahlungen verloren sind. Im Gegenzug für Ihr Holz und Ihre Nahrung erhalten Sie dann Gold. Der Bau eines Flughafens bringt den berühmten Flieger Manfred von Richthofen in den Sektor. Oh ja, der Albatros-Jäger eignet sich besser gegen Feindflugzeuge als die Fokker. Das steht immer für was gibt's denn überhaupt die Fokker. Halten Sie einen Weg frei, damit deutsche Transporter den Hafen erreichen können. Falls ein Transporter stecken bleibt und sich nicht mehr bewegen kann, wird er von seiner Crew zerstört. Es treffen ständig Transporter ein, bis sie alle 20 Ladungen erfolgreich erhalten haben. Wählen Sie einen deutschen Hafen an, um herauszufinden, wie viele Ladungen kommen müssen. Ah, das ist gut. Die Briten brauchen einige Zeit, um ihre Seeblockade einzurichten. Je früher sie also Marineanlagen bauen, desto besser. Das kann ich so nicht unterschreiben, aber dazu später. Vergessen Sie nicht, Ihre Kriegsschiffe von Kreuzern begleiten zu lassen, denn die RAF kann problemlos die Nordsee erreichen. Genau. Dann haben wir nochmal die Wiederholung des Films. So haben wir das nochmal. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Starten! Unser Katz-und-Maus-Spiel mit den Alliierten verlagert sich in die eisige Nordsee. Unsere tapfere Marine ist der britischen Flotte im offenen Gewässer jedoch zahlenmäßig unterlegen. Sie muss daher Kriegsschiffe zur Verteidigung heranziehen, besonders zum Schutz unserer Fracht.
Seine Majestät Christian X. hat verfügt, dass das Königreich Dänemark im Krieg neutral bleibt. Aber wir sind bereit, mit allen Parteien des Konflikts zu handeln und akzeptieren Nahrungsmittel und Holz für Gold und Eisen. Bitte passendes Wechselgeld bereithalten. Der Kaiser hat für das nächste Jahr mehrere Großoffensiven geplant. Damit wir ausreichend Vorräte für diese Pläne haben, müssen wir mindestens 20 Ladungen mit Kriegsmaterial erhalten. Sobald Docks und Werften gebaut sind, können die Transporte kommen. Genau, und ich werde jetzt gerade mal schnell kurz speichern. 2. Ich möchte euch nämlich noch kurz was zeigen. Also ihr habt ja vorhin, also man hat es gesehen, als da Dänemark, hat man da so Schiffe im Hintergrund gesehen, und das ist die britische Flotte. Die, ich werde das auf der kleinen Karte unten rechts zeigen, die kontrollieren hier den Zugang. Also hier ist quasi Dänemark und hier ist der Zugang zu den Häfen hier im oder Deutscher Hafen. Und der Zugang wird von den Briten hier blockiert. Das heißt, wenn von Norden Transporter kommen, werden die von den Briten versenkt. Wenn von Süden Transporter kommen, ist der Weg zwar noch frei, allerdings wird die britische Luftwaffe schon bald Angriffe durchführen in diesem Bereich und die Transporter gnadenlos versenken. Dann kommen später noch Schiffe der Briten hinzu, also es ist zweifelhaft, ob wir dann auf 20 Transporter kommen. Deshalb mache ich es so, ich werde nicht gleich Marineanlagen bauen, sondern zuerst meine Wirtschaft ankurbeln und sobald ich genügend Ressourcen habe, werde ich die Marineanlagen bauen, damit die Transporter kommen können. So, und jetzt werde ich nochmal laden, damit keine wertvolle Zeit vergeudet wird. Genau, bauen wir hier zuerst mal 10, beziehungsweise 9. Hier auch. Neun, hier natürlich. Und hier auch. 10. So. Da haben wir noch keinen gebaut, das ist nicht schlimm. Geht ihr denn hin? Hä? Gut. Fertig. Unverzüglich. Wo läuft ihr hin, Jungs, Mädels? Hier tanzt der Bär. Hä, wieso ist der Wegpunkt dorthin gesetzt? Komisch. Unverzüglich. Kann ich Ihnen helfen? Unverzüglich. Kann ich helfen? Gut. Nein, hier baut mal lieber ein Dings-Bauernhof hier, damit da Nahrungsmittel reinkommen. Fertig, gut. Aber den. Ach, Kinder! Was ist jetzt los? Gut. Kann ich helfen? Unverzüglich. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich helfen? Gut. Unverzüglich. Fertig. Gut. Kann ich Ihnen helfen? Unverzüglich. Kann ich helfen? Gut. Fertig. Unverzüglich. So, und hier wird Holz gefällt. Da haben wir Holz. Stein müssen wir dann auch noch. Aber so wichtig sind ja mal Nahrungsmittel, damit ich hier mehr Nahrung habe, damit ich mehr Bürger produzieren kann. Kann ich helfen? Gut. Fertig. Unverzüglich. Haben wir neue Zivilisationspunkte? Wir haben verbraucht 14, Restpunkte 11. Flugzeug, Gebietsschaden, Bomber, Geschwindigkeit. Bei den normalen Flugzeug, Flugzeit. Flugzeit, Geschwindigkeit. So. Wir müssen nämlich unbedingt hier einen Flughafen bauen. Unverzüglich. Hier.
damit der Manfred von Richthofen kommt und damit wir uns mit dem Flug... Ja, hallo zurück, das Spiel ist mir wieder mal abgestürzt und ich habe jetzt... Ah, unser Flugplatz. Es ist eine große Ehre, diesem Sektor der Front zugeteilt zu werden. Diese Vorräte sind wichtig für das deutsche Volk und den Krieg. Ich werde alles Menschenmögliche tun, damit sie durchkommen. Super, Manfred von Richthofen kommt hierher. Wenn wir die Türme mal noch ein bisschen verbessern, so. Kann ich helfen? Hier habe ich... Ah, sie haben es korrigiert. Cool, ey, das ist aber noch geil. Weil, als ich es gebaut habe, hat es dieses Ding nicht, weil das war irgendwie noch vom Nebel des Krieges, Fog of War, von dem schwarzen Ding hier. Warte mal, hier, oder? Fog of War. War es verdeckt und dachte ich, oh, scheiße, jetzt haben wir das ohne, aber jetzt hat es nachträglich noch gebaut. Also, es ist wirklich... Das Spiel ist sehr, sehr gut gemacht, muss man schon sagen. Kann ich helfen? Unverzüglich. Wir bauen hier weiter und jetzt landet hier schon der rote Baron. Wir werden, wenn sie in der Nähe ist, dann hat man schon... Ich warte. Wenn sie in der Nähe ist, dann können sie schneller landen und starten, aber wenn es weiter ist, dann können sie die gegnerischen Flugzeuge rechtzeitig aufhalten. Ich würde sagen, ich nehme mal ein bisschen Kompromiss, ich nehme es mal ein paar hier. Patrouillieren die jetzt dort und fangen die gegnerischen Flieger ab. So. Fertig. Gut. Eisen und Gold haben wir dann genug. Kann ich helfen? Da brauchen wir noch einen für Nahrung. Unverzüglich. Und die beiden bauen hier mal eine Siedlung, damit das Steinabbauen schneller geht. Und ihr baut alle Holz ab. Hier haben wir den Flug, das habe ich in der letzten Folge, wo leider abgestürzt ist, gemacht. Bei den Flugzeugen noch was gemacht. Flugzeuge, nämlich der 11 haben wir. Ah, das sind Hubschrauber, oh scheiße, nein, nicht Hubschrauber. Flugzeit und Geschwindigkeit, genau. Muss ich jetzt mal speichern, nicht, dass das Spiel wieder abstürzt, nicht wieder alles nochmal machen muss, so. Auch voll sein hier, damit wirklich Gold und Eisen gebaut wird, denn das brauchen wir für unsere Kriegsschiffe. Kann man einen Beobachtungsballon bauen und mal die Gegend ein bisschen erkunden, während die hier fleißig am Arbeiten sind, meine Bürger. Fertig. Unverzüglich. So, hier wird keine mehr gebaut, das sind genug Holzfäller. Holz haben wir 1130, gut. Nahrung reicht uns ein. Eigentlich nicht. Ich mache noch ein zweites. Hier. Recht angrenzen. Hier haben wir 5 und 5. Das ist hier gut. Hier auch 5 und 5. Wir haben noch keinen Feindkontakt, das ist gut. Bleibt der Ballon. Ja, den habe ich doch hier in Auftrag gegeben. Hä? Spinne ich jetzt? Ich habe doch den in Auftrag gegeben, den Ballon. Hä? Ah, hier habe ich den in Auftrag gegeben, ich Idiot. Noch ein Nummer 1. Der fliegt mal nach Norden und schaut, was die Engländer dort so treiben. Zum Befehl. Okay.
Zum Befehl. Okay. Zum Befehl. Okay. Wir erkunden auch mal ein bisschen Dänemark. Hier die Grenze, Küste, die Küste Dänemarks. Oh, Gold haben die auch. Ja? Okay. Deshalb liefern sie auch uns Gold. Wenn wir Nahrung, ihnen Nahrung liefern, liefern sie uns Gold. Und wenn wir Holz liefern, Eisen. Sollte dann die britische Flotte auftauchen. Okay. Zum Befehl. Ja, jetzt sind wir schon bald am Kartenrand. Nö, hier ist keine britische Flotte. Vielleicht weiter hinten. Zum Befehl. Okay. Zum Befehl. Schauen wir mal, was die Bürger hier machen. Nichts, wenn ich natürlich keine... Wir brauchen 4. So. Fertig, okay. Nein, dass sie hier nach unten abgebogen sind, glaube ich nicht. Die müssten weiter... Oh, da ist was. Da ist was Rotes. Ein Kriegsschiff. Wir werden angegriffen. Können wir irgendwie Artillerie bauen? Nein, wir können gar keine Bodeneinheiten bauen. Das ist die Kacke. Jetzt könnte ich nämlich Artillerie bauen und den... Kann ich die reparieren? Müssen wir irgendwas tun dagegen? Bomber. Kann ich helfen? Unverzüglich. Gut. Unverzüglich. Nein. Der Dings, der Richthofen soll noch ein bisschen hier. Der auch.
britische Bomber. Was für ein Sportsmann. Himmelwärts. Was für ein Sportsmann. Hier oben hat er was gefunden. Ah. Fertig, Sir. Eine Fregatte. Erwartet Befehl. Okay. Zum Befehl. Okay. Aber sonst sind hier keine gegnerischen Truppen. Ne? Okay. Wir werden angegriffen. Fertig. Gut. Kann ich Ihnen helfen? Unverzüglich. Kann ich Ihnen helfen? Angegriffen. Hier. Das Ziel? Wir werden angegriffen. Gewinnung ist ja auch nicht schlecht, aber das machen die irgendwo, wo keiner am Arbeiten ist. Also ich meine, wo keine Bürger produziert werden, sagen, wieso? Ich sollte schon längst mal wieder speichern. Überfällig. Also Holz haben die langsam genug, Nahrungsmittel ist auch nicht schlecht. Steine haben wir noch ein bisschen wenig. Gold und Eisen geht so.